wie ein Traum und dazu ein... Meistens wissen wir, wenn wir Videos für euch machen, dass ihr sagt, hey, neues Video, finden wir cool. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns keine Freunde machen. Nee, das wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Dislikes bekommen, dieses Video. Ich wette. Mehr Dislikes als Likes. Also ich muss mich jetzt schon vorher entschuldigen, weil irgendwie, also ich war sehr, sehr guter Laune, als wir nach Füssen gefahren sind. Vor einem Jahr war das schon, jetzt ist ja die Wiederaufnahme von... Ludwig II, das zweite Musical von Ludwig. Es gab mal ein erstes in Füssen, das ist bankrott gegangen. Da gab es Ludwig II, das ist auch bankrott gegangen. Und jetzt machen sie es. Und dann gab es Crowdfunding und dann haben sie es quasi von dem Jahr. Nicht du findest da nichts, oder? Also Crowdfunding. Also auf jeden Fall, vor dem Jahr haben sie es nochmal über den Sommer gezeigt und jetzt ist es wieder soweit, dass sie es über den Sommer zeigen. Erstmal zur Geschichte. Ludwig II. Da kannst du noch nichts falsch machen. Da kann man noch nichts falsch machen. Ludwig II beschreibt das Leben von König Ludwig II. Kennt er natürlich aus dem Schloss Neuschwanstein. Es beginnt in seiner Kindheit und man kriegt mit, wie er heranwächst und dass er eigentlich für Politik jetzt nicht so, also da schlägt sein Herz jetzt nicht so für, eher für Kunst und Poesie und Musik und deswegen ist es ja auch sein Traumschloss. Bau ein Schloss wie ein Traum. Und er verwirklicht seinen Traum, baut dieses Schloss Neuschwanstein und hat natürlich auch sehr viele Gegner, die sagen, ja super, da haben wir einen König und der interessiert sich überhaupt nicht für Politik, der muss mal weg. Ja. Und gut, ich verrate jetzt einfach schon das Ende, sie beauftragen einen Auftragskiller, der ihn aus dem Weg räumen soll. Es gibt ja diverse Theorien, wie er ums Leben gekommen ist, eine frühere Inszenierung. Wir dachten eigentlich, das würde jetzt da auch passieren, da war es nämlich so, dass der auf der Bühne, die einen riesigen See beherbergt, dass er quasi in diesen See ertrinkt. Also er geht ins Wasser und er säuft sich selber. Und da haben wir eigentlich drauf gewartet. Wir wussten ja nicht, dass es hast du praktisch neu inszeniert. Es ist mir egal. Da wird sowieso keiner rein, je nachdem wir dieses Video gemacht haben. So, er geht im Prinzip, am Schluss ist es so, dass quasi ein Auftragskiller ihn erschießt. Und das war's. Also so schlecht ist aber nicht. Moment, man muss erstmal die guten Zeiten zusammenfassen. Also das ist immer wie in so einem Personalgespräch, Jahresbilanz. So. Erstmal das Positive. Nein, also. Die Lage. Nein. Als erstes mal der Cast. Super. Matthias Stockinger, Jan Ammann und der Oedo von Mozart als Ludwig der Zweite. Dann gibt es noch Anna Hofbauer, die Bachelorette. Ist es die? Weiß ich nicht, also das hast du schon mal gesagt. Letztes Jahr hatten wir die Bachelorette, ja. Bachelorette ist immer noch dann da. Kevin Tart ist quasi der Schattenmann, der Auftragskiller. Das finde ich leider ein bisschen schade. Der singt am Schluss ein Lied. 5 Minuten. Und darf ihn dann erschießen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist denn Kevin Tart? Habe ich den nicht erkannt? Ach ja, am Schluss darf er nochmal kommen. Und singt 5 Minuten als Auftragskiller. Das war auch ein echt gutes Lied, muss ich sagen. Und Nein, also das ist mal die guten Sachen. Der kam. Ich sehe schon, dislike. Nee, ansonsten gibt es jetzt nicht so viele Berühmte, außer ihr kennt William Cohen, das ist der Verrückte von Böhmermann, der spielt auch mehr. Mein Name ist William Cohen. An der Cast kann ich jetzt, also die sind echt super. Die sind echt super. Und dann zusätzlich noch, wir waren schon in vielen Theatern in Deutschland, es gibt kein Theater, was schöner gelegen ist. Wenn ihr da hinkommt, also ihr müsst ein bisschen, also dieses Theater wird nicht immer bespielt, es ist so ein bisschen ein Parkchaos da. Aber wenn ihr mal da seid, direkt am See gelegen, dann den See rüber, seht ihr Schloss Neuschwanstein, das ist eine Atmosphäre da. Also dreifach A-Lage. Man kann es nicht besser machen. Hätten wir jetzt einen Architektur-Vlog, dann wäre das wahrscheinlich, also Top-Noten. Ich versuche hier nur was rauszureißen. Ja, genau, ich auch. Nee, ich versuche so gar nicht. Auch der Garten davor war schön angelegt, muss ich sagen. Ja, das war alles sehr schön. Aber ihr müsst sehen, wir waren bei der Premiere letztes Jahr da. Da war natürlich noch sehr viel, also alle waren sehr schön angezogen. Es hat so toll gepasst. Also, der Fisch und die Alphornbläser waren davor. Ja, also es hat mir wahnsinnig gut gefallen, bis das Stück angefangen hat. So, gut. Also erstmal ganz kurz zur Bühne. Ich finde es wahnsinnig toll, dass sie eine Bühne haben. Es ist eine riesen Drehbühne. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine riesen Drehbühne. Selbst bei Groundhog Day am Broadway war es noch nicht jetzt eine riesen Drehbühne. Das Theater ist auch viel kleiner da. Aber ja, aber es war eine riesen
Riesendrehbühne und diese Riesendrehbühne hat den Effekt, dass sie sich quasi halb aufklappen kann und da dann quasi die komplett mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, sie haben immer wieder die Möglichkeit, diesen See, den man ja auch dann sieht, wenn man aus dem Gebäude rausgeht, diesen See auf der Bühne darzustellen, der auch oft bespielt wird. Die gehen da rein in den See, er wird in dem See erschossen. Der kleine Junge paddelt mit dem Boot drüber, sie haben auch einen Schwan, sie haben so eine Sprenkler, wie heißt denn das, so ein Brunnen? Ja, so ein Brunnen. Brunnen da drin. Das ist, muss ich sagen, echt schön und es ist auch einzigartig. Also dafür muss man sagen, gut, sie hatten das Ding halt. Also ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, die sie bringen. Was sie auch noch hatten, die hatten nicht nur die Bühne, die mussten sie so ein bisschen restaurieren, dass es passt. Sie hatten auch noch die Kulissen im Keller stehen. Also die meisten Kulissen, die ihr dann da seht, die sind schon von 2005, als das uraufgeführt wurde. Also es gibt dann Ludwig, das Originalmusical. Dann davon wurden Kulissen recycelt für Ludwig II. Von Konstantin Wecker übrigens geschrieben. Wenn ihr ihn nicht kennt, hat nicht so viel Musik. Konstantin Wecker kennt man. Er ist jetzt kein Musical-Held, wie man noch mehr. Und dann diese von Ludwig II, diese Dinger wurden dann über 10 Jahre später noch, wahrscheinlich im Keller gut gelagert, und wieder da ausgepackt. Ja, es ist ein bisschen, also man muss so sagen, vom Bühnenbild her, es ist so ein Sammelsurium aus, was haben wir denn noch da? Ah ja, der See. Gut, dann nehmen wir den See. So, ja, dann haben wir noch Teile vom Schloss. Dann gab es irgendwann mal so ein Riesenskelett auf der Bühne. Dann hatten sie mal so einen Riesenvorhang. Das war schön, als er quasi so einen Vorhang hatte und dann runtergefallen ist. Du musst die Szene beschreiben. Ja, also dieser Vorhang war riesig über die ganze Bühnenbreite und er hatte dann den Vorhang genommen als seinen Cape. Als sein Umhang. Und der Vorhang ist dann runtergefallen und dann schreitet er nach vorne. Wunderschön. Ja, es gab auch eine Szene, wo Rosenblätter, was heißt Rosenblätter? Also wenn ich Rosenblätter von der Bühne regnen lasse oben, dann würde ich die vielleicht vorher auseinanderpflücken, weil da kamen wirklich die ganzen Puff, also es waren schon eher Rosengranaten, die da teilweise runtergeflogen sind. Vielleicht bei den Rosenblättern noch ein bisschen mehr zupfen. Ich glaube, ich weiß nicht, was sie da runtergeworfen haben. So, also nein, du bist schon wieder beim Schlechten. Also, das Bühnenbild war okay für mich. Licht war manchmal so ein bisschen wie in so einer Russendisco, weißt du, so ein bisschen. Oh, ja, Moment. Was hat denn das Licht noch anzubieten? Wir machen so einen Effekt hinten rein, weil wir sonst nichts haben. Oh, dies mit dem Laser war böse. Also auch es war Laser. Also es war kein stimmiges Gesamtkonzept beim Bühnenbild. Sie hatten zwar super Bühnenbilder und so weiter, auch dieser eine Beamer, also sie hatten so eine hinten war wie so ein Dreier hin 160 Grad Kino, also 180 Grad Kino, wo sie den quasi das Schloss Neuschwanstein drauf gebeamert haben. Das wirkte aber eher so ein bisschen, kennt ihr diese Museen, wo man reingeht, so ein Heimatmuseum, und dann haben sie gesagt, wir haben noch eine Videoinstallation und dann sieht man halt so einen Flug über Schloss. Also so war es ein bisschen halt aufgebaut. Und man hat die ganze Zeit den Beamer oben an der Decke. Also der hing wirklich so rein. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber du musst etwas Positives sehen. Sie hatten einen Beamer. Nein. Das Bühnenbild war großartig im Vergleich zur Musik. Also du musst Musik ist mein Themengebiet, Entschuldigung. Ich nehme Musik 200, darf ich lösen. Es war nicht live, also es hat mal wahrscheinlich irgendein Orchester eingespielt, aber dieses Orchester, also es war ein Dirigent da, der hat aber ins Leere dirigiert, der hat quasi nur dirigiert, damit die Darsteller den Einsatz zur CD nicht verpassen. Auch große Teile vom Chor waren vom Band. Dieses komplette Orchester war nicht live. Fertig. So, außerdem muss man dazu sagen, dass die Musik, die Komposition hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Es gab ein Schloss wie ein Traum und dazu ein Apfelbaum. Also das war dieses Bau, ein Schloss wie ein Traum. Also irgendwann hing es mir echt zum Hals raus. Also das war eigentlich noch das schönste Lied von dem Ganzen. Und dieses von dem Schattenmann am Schluss fand ich eigentlich auch nicht schlecht, was Kevin Tart singen durfte. Wobei es ist halt auch Kevin Tart, der das gesungen hat. Und alles, was Kevin Tart singt, ist halt einer meiner Lieblingsdarsteller. Deswegen, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ist mir von diesem Abend nichts hängen geblieben. Auch teilweise die Reime. Jetzt ist endlich Ehekracht hier im Hause Wittersbach. Nein, weißt du, was mir... Ob ich das richtig verstanden habe? Nein, sie hat es nicht richtig verstanden. Ja, Entschuldigung. Nee. Das hat sie nicht richtig verstanden. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ja, ich habe drauf gedrückt, ich musste manchmal ein bisschen looken, weil das ist schon ein Jahr her und ich musste so ein bisschen schauen, wer. Aber es ist noch alles fresh im Kopf. Ja, so. Wenn wir drüber sprechen, kommt es wieder. Weißt du aber auch, dieser Benjamin Sahler, der das da inszeniert hat, da und auch der Geschäftsführer von allem ist, der ist ja. Der aus Stuttgart. Der war so hinterher mit dem Ganzen. Und es ist ja auch so toll, dass man sowas ausführt da, weil sonst ist dieses Theater zum 15. Mal in die Insolvenz gegangen. Aber was mir an diesem Abend in Erinnerung geblieben ist, ist etwas, was er nicht ändern konnte. Nämlich, die Autoren haben gesagt, ja, das will niemand mehr aufführen, aber ihr müsst trotzdem die alten beschissenen Texte von damals nehmen. Nämlich, eigentlich wollte man das so ein bisschen zusammen
raffen. Ja, du schön gewesen. Sie nicht, gerade die erste Halbzeit da, die war voller absolut lausigster Texte, wo ich dann gedacht habe... Das war so ein bisschen wie bei Sissi das Musical teilweise. Auf dem Niveau bloß, man hat sie verstanden. Ja, aber es ist auch in der Verwandtschaft, es schwingt ein bisschen mit. Ich glaube, alle, die sich versuchen, dann irgendwie dieser Verwandtschaft zu... Weißt du, wir machen jetzt dieses Musical rund. Also ich finde es super, wenn Menschen den Mut haben, sowas wieder aufzuführen, ja, weil dieses Theater ist echt zum 15. Mal in die Insolvenz gegangen, allein mit diesem Musical dreimal, glaube ich. Und deswegen, es ist wahnsinnig schön, wenn sowas wieder kommt. Aber diese Darsteller, die locken wahnsinnig dahin. Ja. Aber zum Schluss... Ist es ein Abend, wo man rausgeht und sagt, hey, es ist wunderschön, diese Aussicht, aber hätten wir nicht da draußen 2 Stunden sitzen können und uns einfach das Schloss Neuschwanstein anschauen? Also ich finde es nicht toll. Ja, ich muss auch sagen, also die Darsteller waren alle super. Die können dafür auch nichts. Die Geschichte ist spannend, aber es hat sich echt gezogen und gezogen und gezogen und gezogen. Ich wiederhole mich, und gezogen. So, die Band war nicht, also es war nicht live. Die Musik war belanglos, Entschuldigung, Herr Wecker. Bühnenbild war teilweise echt großartig, gerade mit dem See, und sie hatten schöne Einfälle. Aber den Biber traue ich. Sie hatten allein, dass da dann ein Schwan auf dem Ding war, hatten sie so einen Taucher, der drunter war. Also ich meine, es waren schöne Ideen, es war nicht alles 100% aber perfekt. Aber was bringen mir die schönsten Ideen und der Pathos dabei, wenn das Stück an sich einfach nicht toll ist? Und dann, das ist genau der Grund, warum sich dieses Stück wahrscheinlich auch nicht so lange gezogen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das damals aufgeführt wurde, aber ich meine... Bis zur Insolvenz. Ja, aber da kommt einmal Peter Zwegert vorbei. Ich meine, Peter Zwegert hätte jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, Mensch, machen wir es doch nochmal. Aber es hat funktioniert. Ich denke, für diesen Zeitraum funktioniert es auch. Und das kann man sich mal anschauen, wenn man jetzt mal sagt, wir sind da, die Tickets sind nicht so teuer und wir schauen uns mal dieses schöne Theater mit der Aussicht an. Dann ist okay. Eben dieses Stück, für Füssen ist es echt, ich meine, Füssen hat jetzt hat halt diese traumhafte Lage und dieses Theater. Und da passt es wie die Faust aufs Auge. Ich meine, was sollen die denn sonst zeigen? Phantom der Oper, in der Pariser Oper, in Füssen. Nee, aber ich muss sagen, was vielleicht noch reinpassen würde, wäre Elisabeth zum Beispiel oder Mozart, weißt du, damit man so ein bisschen... Ich glaube, wir brauchen ihnen keine Beratung geben. Also das passt schon. Also für mich ist das... Also, oh Gott, die Punkte sind sehr schwierig. Ja, gebt uns Dislikes. Wenn ihr uns für dieses Video Dislikes gebt, wir können es echt verstehen. Gut, wir können aber selber nichts. Wir lästern vielleicht auch ein bisschen zu viel bei diesem, aber es ist halt... Sorry, ich muss es mit anderen Sachen vergleichen. Und wir sind nicht die Einzigen. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut... Es mögen auch andere nicht, deswegen sind dran. Ganz kurz noch, ich muss sagen, dieses Musical hat eine riesen Fanbase. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Tanz der Vampire in Stuttgart. Die Fans lieben es, auch wenn das Orchester reduziert wurde, auch wenn das Bühnenbild reduziert wurde. Die Fans lieben es, weil diese Stars mitspielen und weil dieser, gerade weil es so gehypt wurde und weil so viele Menschen dahinter stehen und sagen, wir machen es einfach nochmal. Das bewundere ich, dass es so viele Fans von diesem Musical gibt, aber man muss manchmal auch mal den Kopf kurz ausschalten oder einschalten, wie auch immer, und denken, okay, was sehe ich eigentlich? Und ist es das wert? Und ich muss sagen, ich sag mal, die Punkte 5 von 10. Und da ist schon Aussichtsbonus und Schloss Neuschwanstein-Bonus mit eingerechnet. Ich glaube, wir sind uns nur bei Stücken einig, die nicht gut sind im Grunde. Wieso, hast du auch 5 von 10? Ja, ich habe auch 5 Punkte. Also für mich ist es einfach nicht mehr. Also es ist schön, dieses ganze Drumherum, aber allein hinfahren zu diesem Theater und den Ausblick genießen, hätte bei mir schon 4 Punkte gehabt, glaube ich. Also, ich muss sagen, kurz nachdem ich in diesem Stück drin war, habe ich gesagt, okay, mehr als 3 Punkte gibt es nicht. So, und jetzt ist ein Jahr vorbei und ich muss nochmal zurückblicken und sagen, okay... Ja, erstens die ganze Energie, die dahinter steckt. Zweitens, okay, dieses Bühnenbild. Man muss halt auch mal diese ganzen Fehlerquellen, die im Hintergrund ablaufen, betrachten. Und die Stars locken halt. Und die Stars sind echt gut. Und von dem her 5. Ja, aber dafür, ihr fahrt durch die Pampa 13 Stunden gefühlt. Nee, es kommt auch drauf an, wie wir fahren. Wir sind durch die Pampa gefahren. Du kannst aber auch über die A7 fahren. Ja, also... Das ist nicht Pampa. Wir mussten halt über die Pampa, weil es die kürzeste Strecke war. Es ist jetzt nicht gerade zentrale Lage, aber... Wenn euer Herz dran hängt, geht rein, es ist ein schönes Theater. Wenn nicht, geht zu Schloss Neuschwanstein, habt da was Schönes gesehen. Aber ich schaue es mir dieses Jahr definitiv nicht mehr. Also wenn sie machen Ludwig 3 oder Ludwig 2 im Quadrat oder sowas. Ludwig Wurzel 2. Das jetzt gucken wir vielleicht. Nicht so albern werden. Jetzt kommt die Fliege endlich ins Bild. Ich habe schon gewartet, wann sie kommt. Und... Abonniert uns, aber nur wenn ihr uns mögt, jetzt dabei. Also, ihr dürft gerne Dislikes dafür geben, aber dann abonniert ihr uns nicht, okay? Keine Dislikes, bitte. Bitte, wir sagen ja nur die Wahrheit. Was soll man machen? Es tut mir leid.